Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Das ist so Wir haben in den deutlich. letzten Folgen unsere Stadt ein bisschen ausgebaut, haben festgestellt, dass wir miese machen. Nicht so viel, 80, aber immerhin. Und nun sprechen wir mit Ratzig. Da ist er ja. Gute Arbeit, Heinrich. Vielen Dank, Herr. Ich würde dir gern etwas Ruhe gewähren, aber ich muss dich schon wieder um etwas bitten. Was immer du befiehlst. Jeschek weigert sich zu reden. Der halsstarrige Bastard verlangt nach dir. Nach mir? Ja, normalerweise würde ich Hauptmann Bernhard schicken, um alles aus ihm herauszuprügeln. Aber wenn er unbedingt mit dir sprechen will? Ich werde versuchen, ihm etwas zu entlocken. Wo ist er? Im Turm eingesperrt. Bernhard gibt dir den Schlüssel. In Ordnung, Herr. Ach, das war Jeschek. Kann ich noch irgendwas für dich tun? Kann ich etwas für dich tun, Herr? Ja, Heinrich. Bergbaukonstrukteur Feifa benötigt einen verlässlichen Gehilfen. Der Bergbaukonstrukteur? Geht es um Scarlets? Sozusagen. Meister Feifa hat, nun ja, düstere Vorahnungen. Ich glaube, er wird dich in die Skalitzer Minen schicken wollen. Kann man sie instand setzen? Mit dem nötigen Willen sowie genügend Rohstoffen bringt man alles wieder in Gang. Bergbaukonstrukteur Feifa kann dir genaueres sagen. Für eine Weile bist du sein Gehilfe. Gewiss, Herr. Wo finde ich ihn? Ist er hier in der Burg? Das ist eine gute Frage, Junge. Er nahm sich einer Sache im Sasau an und hat sich vermutlich im Gasthaus einquartiert. Hab Dank, Herr. Ich werde ihn sogleich aufsuchen. Viel Glück, Heinrich. Ich wollte sowieso mal zu Sausau und meine neue Konkubine da anquatschen und sagen: Hey, ich bin's, der Ritter. Genauso werde ich das sagen. Okay, jetzt beeilen wir uns schnell. Ja, wir machen ein bisschen Geld. Irgendwas zu knacken hier? Sollen wir das Scheißhaus knacken und die Scheiße klauen? Ich würde es machen. Was ist denn? So, was haben wir denn? Wir haben jetzt A. Verhöre Jeschek. Und B. Hol den Schlüssel zu Jescheks Zelle. Ja, gut, dann zuerst zu B. Oh, geht mir doch aus dem Weg, Jungs. Ich springe jetzt über euch rüber. Way! Verdammt! Ich habe Mario Jump auf ihm ausgeführt. Halt! Mein Gesicht ist wirklich sehr, sehr dreckig. Wir sollten uns waschen. Sonst fragen mich immer alle, ob ich verprügelt wurde. Ja, wurde ich. Ja. Seid ihr jetzt zufrieden? So. Übrigens, ich habe verstanden, wie die Händler funktionieren. Das ist jedes Mal, wenn ihr bei denen verkauft, kriegen sie immer mehr Geld am nächsten Tage. Das heißt, es war kein Bug, es ist normal, dass sie jedes Mal mehr Geld haben, weil sie wahrscheinlich dein Stuff, den du denen gegeben hast, weiterverkaufen. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, der Wert von dem, was ihr ihm Ja. gegeben habt, wird Pass einfach mal auf. hinzugefügt. Wir sind Als noch. Maul drin. Ja. Okay. 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 Tun wir einfach so, als würde das nicht existieren. Hey. Das Spiel lädt gerade sehr, sehr langsam. Ach, der ist über mir. Hey, Herr Lusch. Was benötigst du? Na, schade. Bis dann. Ich wollte dich fragen, ob du was benötigst. Oh, Leute, haut mal rein. Das Und diese lahmen Schnecken. Wie komme ich jetzt zu dem hin? Verdammt! Was soll das? Hier passen keine zwei Leute hin. Was soll denn das? Da muss ich hoch. Was schnüffelst du hier so rum? Verpiss dich oder ich trete dir in den Arsch. Hey, hey. Bin ja schon weg. Kann ich irgendwie Glück helfen? Und Gesundheit. Und Trophäen übergeben. Ich habe. Zeig her. Was für eine Sam. Yay. Übung. Verteidigung. Kannst du mir.
Selbstverständlich. Das ist alles Geld, was ich mir derzeit nicht leisten kann. Dürfte ich dich etwas fragen? Ich wüsste gern. Ach so, okay, ja, gut. Hab Dank. Den Schlüssel zu Jescheks Zelle, bitte. Also lässt Herr Ratz sich ihm seinen Willen. Er hätte mich die Antworten aus ihm herausprügeln lassen sollen. Nimm's nicht persönlich. Nimm's nicht persönlich. Vermutlich will er mich sprechen, weil er denkt, er kann mich täuschen. Aber da hat er sich geschnitten. Vermassel es bloß nicht. Hier ist der Schlüssel. Danke. Du hast Schlüssel erhalten. Neise! Gott sei mit dir. Na gut, ab zu den Zellen. Das ist wahrscheinlich sowieso die Zelle, die ich aufgebrochen habe. Aber egal. Dann wollen wir mal direkt dahin. Was ist dieses A? Achso. Sprich mit dem. Ich dachte, er ist ein Sasau. Ja. Seltsam. Muss man nicht verstehen, ne? Na, ich glaube, wegen dem DLC-Laden momentan die Sachen nicht so cool. Aber egal. Das werden wir überleben. Cool. So, geht das hier runter? Oh, Miet. Danke. So, wie kommen wir nochmal in die Zellen? Hallo. Ah, zu dir wollte ich sowieso. Guten Tag. Möge Gott über dich wachen. Dankeschön, tschüss. So, geht's hier irgendwo runter? Haha. Ja. Guten Tag. Ah, der ist hier drin. Hey, Kollege. Was geht, Freundchen? Willst du ein paar aufs Maul oder was? Ich geb dir. Endlich. Ich warte schon ewig. Weshalb willst du gerade mit mir sprechen? Ratze, ich hält mich nur so lange am Leben, wie es dauert, alles aus mir herauszubekommen. Du hast mir jedoch gewisse Dinge versichert. Ich möchte die Geheimnisse, von denen mein Leben abhängt, in guten Händen wissen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich habe dir nichts versprochen, aber werde sehen, was ich tun kann. Gut, frag mich, was du willst. Ich werde mich nicht widersetzen. Ich will in erster Linie wissen, wer hinter all dem steckt. Für wen habt ihr diese Münzen hergestellt? Du denkst, alleine wäre ich dazu nicht imstande gewesen. Ich weiß davon deinem Kompass. Ich will dich nicht beleidigen. Aber eine Person allein bringt das nicht fertig. Na gut, es fing damit an, dass ich pleite war. Wie immer. Also ließ ich mich von diesen Pressern in Sasau anheuern. Anheuern? Wozu? Ich habe nicht allzu viele Fragen gestellt. In diesem Geschäft ist das keine gute Idee. Aber als sie erfuhren, dass ich kein Niemand war, übertrugen sie mir die Leitung fürs Fälschen. Ein Fremder namens Eric gab mir Anweisungen, aber er ist keinesfalls der Kopf der Bande. Und ein Hochrangiger im Kloster ist ebenfalls in die Sache verwickelt. Aber keine Ahnung wer. Wie hast du von den Pressern erfahren? Wie hast du überhaupt davon erfahren? Vor ein paar Monaten traf ich ein paar alte Freunde in Colleen. Sie sagten, sie wären unterwegs nach Sasau, da man dort harte Kerle anheuern würde. Und dass sie jeden nehmen. Alte Freunde? Alte Freunde? Wer denn? Ach, bloß ein paar Briganten. Wir überfielen früher in Mähren gemeinsam die Boten des Markgrafen. Nette Freunde hast du da. Ich hatte Streit mit dem Markgrafen. Ein Mann wie ich lernt so alle möglichen Leute kennen. Und was dann? Rapota und ich haben uns monatelang von Brotrinde ernährt. Also schlug ich das Angebot auf Arbeit nicht aus. Ob ehrlich oder nicht. Wir ritten nach Sasau und trafen uns mit den Pressern. Sie erkannten schnell, dass ich kein Bauer, sondern ein Adliger in Nöten war. Komm langsam zum Punkt. Nun, sie stellten mich diesem Eric vor und sagten mir nur das Nötigste. Sie errichteten die Werkstatt und beschafften die Männer, Rohstoffe, alles. Okay, Presser in Sasau. Presser? Willst du damit sagen, dieser Eric heuert in Sasau bewaffnete Männer an? Nun, scheint so. Ich gab den Pressern dafür etwas von den Münzen ab. Den gefälschten natürlich. Wo finde ich diese Presser? Schwierig. Meine Freunde führten mich zu ihnen.
Wir trafen uns mit ihnen in den Wäldern bei Sasau. Man muss nur die richtigen Leute kennen. Du sagtest, du hast ihnen Geld gegeben. Wo? Sie ritten zu mir zum Minenschacht. Aber ich schätze, dort wirst du sie nicht mehr finden. Hm. Wenn du meinst. Okay, Erik. Dieser Erik, du meinst, er hat nicht das Sagen? Er spreizt sich wie ein Pfau, ist aber bloß ein blauäugiger Welpe. Außerdem redet er ständig von seinem Herrn, wenn auch nicht namentlich. Wo finde ich diesen Erik? Ihr müsst einen Treffpunkt gehabt haben. Er kam immer unangemeldet zur Werkstatt. Aber nach allem, was sich ereignet hat, bezweifle ich, dass er sich dort wieder blicken lässt. Berichte mir von diesem Würdenträger aus dem Kloster. Dieser hochrangige Kerl im Kloster, was kannst du mir über ihn sagen? Ich weiß nicht, wer er ist. Nur, dass er ein hohes Tier sein muss. Immerhin kümmert er sich um den Austausch der Fälschungen in Passau. Hm, verstehe. Kannst du mir sonst noch etwas über ihn sagen? Nein, er hätte mich mit Werkstoffen beliefern sollen, aber das tat er nicht. Erik meinte, er hätte kalte Füße bekommen. Okay. Das sollte fürs Erste reichen. Legst du bei Herrn Ratzig ein gutes Wort für mich ein? Ich würde ihm die Treue schwören. Ich will kein Abtrünniger mehr sein. Ich versuch's, kann dir aber nichts versprechen. Okay, gut. Das dazu. Ich würde sagen, wenn der Typ jetzt schon in der Stadt ist, sollten wir doch anquatschen. Ich glaube aber, er ist schon wieder weg. Ist nämlich ein ganz schneller. Gut, dann müssen wir sowieso zurück zu Ratzig. Wunderschön, wie die Leute nur halb geladen sind. Ich dachte, der Typ ist ein Sasa. Wo ist der denn? Ist er hier unten drin? Was ist? Geh mir nicht hier. Geh mir aus dem Weg, Mann. Huch. Okay. Hier gibt's einen Schleichweg rein. Du. Wertvolle Sachen da. Das war's. Ich könnte da sogar einbrechen. Hey. Okay, beeilen wir uns. Oh, du wurdest entdeckt. Okay. Oder auch nicht. Muss mich getäuscht haben. Wo ist dieser scheiß Punkt, Mann? Wer bist du? Wieso ist die Tür offen? Er hat die Tür für mich aufgemacht. Okay, Axt. 6 Stück. Nappenschwert. Schwere Axt. 389 schwere Äxte. Was? Was? Ich bin krass überladen. Nochmal schwere Äxte, ja. Gib mir den Scheiß. Da. Gib mir das Zeug, Alter. Schwere Axt. Krass. Hier ist die Goldgrube drin. Aber ich glaube, mein Händler kauft das nicht. So, das nehmen wir mit. Das. 14 Kettenhauben. Nee, das war Verteidigungswert. Pilgerschuhe. Schützentrunk, Pfeile, Standhaftigkeit. Ich bin jetzt so krass überladen. Ich wurde entdeckt? Ist mir egal. Ich zieh's durch. Hier ist auch keiner.
So, furchtlos. Axt. Knappenschwert. Schwere Streitaxt. Mein Gewicht. Okay, schleichen wir uns raus. Okay, ich denke mal, ich habe jetzt ziemlich viel Geld. Ich gehe mal zu meinem Händler und gucke mal, ob er das haben möchte. Wenn ja, haben wir auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld. Das kann ich euch sagen. Und wenn nicht, dann bringe ich das Zeug nämlich einfach in meine Truhe und warte, bis es nicht mehr geklaut ist. Ganz einfach. Und dann verkaufen wir es. Wir müssen es eigentlich nur so lange behalten, wie es nötig ist. Hallo, mein lieber Händler. Hä? Nein. Möge Gott über dich wachen. Beste Grüße. Okay, Waffen. Ich habe da ein paar geklaute Sachen. 1200. Wie viel würde ich denn für alles bekommen? Mal so gefragt. Das wäre doch mal interessant zu wissen. 158.000. Ja gut, aber, ne? Nehmen wir das erstmal zurück. Ach so, entfernen. Okay. Ach so. Ja. Kann ich das nicht irgendwie beschleunigen? Zack, 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 zack. So. Okay. Ich möchte erstmal gucken, ob er in Erwägung zieht, das kaufen zu wollen. Biete ich ihm eine an. Willst du mir Ärger ein? Okay, bringen wir das Ganze in meine Truhe. Dann sehen wir uns gleich, wenn das alles vorbei ist. Ich brauche ein paar Sachen. Und dann warten wir einfach nur ab, bis die Sachen nicht mehr geklaut sind. Ich bin reich. So leicht kommt man an Geld. Eigentlich. Ich laufe zu meinem Healer. So, ich bin gespannt, ob es beim Healer genauso funktioniert wie beim Händler, dass er immer mehr Geld hat. Nee, das hat keinen Sinn. Beim Healer hat das keinen Sinn. Ich muss warten, bis die Ware nicht mehr gestohlen ist. Ist sie noch gestohlen? Ja. Schade. Oder ich muss meine Redekunst verbessern, sodass die gestohlene Ware verkauft werden kann. Ah, ist das bitter, dass ich es jetzt erst gefunden habe. Na egal. Ich bringe das mal in meine Truhe. Mit der Summe kann. So, Freunde. Ich habe uns noch ein bisschen Geld organisiert. Um die 10.000. Und ja, ich hatte in meiner Truhe noch ordentlich Stuff. Das habe ich jetzt verkauft. Währenddessen wir warten, bis unser geklautes Zeug kein geklautes Zeug mehr ist, wird das eine Weile dauern. Aber mit den 10.000 kommen wir erstmal über die Runden, sodass wir in unserer Stadt ins Plus kommen können. Aber als allererstes werde ich natürlich. Was bist du denn da unten? Verdammt! Mit ihm reden. Was hast du herausgefunden? Alles Mögliche. Ein Fremder namens Eric steckt hinter dem Fälscherring und irgendein Hochrangiger im Kloster. Im Kloster? Tatsächlich? Das hat Jeschek behauptet. Dann ist es schlimmer als befürchtet. Wenn das wahr ist, müssen wir äußerst vorsichtig vorgehen. Weshalb? Können wir uns nicht einfach im Kloster umsehen? Nein. Wenn die Kirche damit zu tun hat, steht es nicht in meiner Macht. Oh, Groschen. Was wirst du dann tun? Was wirst du also tun? Ich muss nachdenken. Das ist eine vertrackte Angelegenheit. Und ich muss mich mit Herrn Hanusch beraten. Was ist mit diesem Eric? Wer ist er? Das weiß ich nicht. Aber er heuert Männer in Sasau an und stellt eine Armee auf. Verdammt! Pribyslawitz war also nicht das Ende der Geschichte. Höchstwahrscheinlich nicht, Herr. Noch dazu ist Herr Jeschek davon überzeugt, dass Eric nur ein Mittelsmann ist und jemand anderes die Fäden zieht. Du solltest nach Sasau zurückkehren und das genauer untersuchen. Wenn sie einen Angriff planen, müssen wir diesmal früher davon erfahren. Ich bezweifle, dass es so einfach ist. Herr Jeschek kennt die Presser nicht und weiß nicht, wo sie zu finden sind. Du musst das irgendwie hinbekommen, Junge.
Erzähl mir nicht, hier versammelt sich eine Horde Bewaffneter und niemand weiß davon. Ich kenne Simon, den Müller aus Sasau. Na bitte. Müller wissen gewöhnlich immer, was sich in der Gegend abspielt. Geh und sprich mit ihm. Aber sei vorsichtig, Heinrich. Und vermeide es, meinen Namen zu nennen. Das zöge nur unerwünschte Aufmerksamkeit auf dich. Die Presser sollen dich für einen gewöhnlichen Dorfjungen halten, den sie anwerben können. Verstanden, Herr. Ich werde mein Bestes geben. Geht klar, Chef. Ich weiß, ich verlange viel, aber ich wüsste niemanden, der besser für dieses Unterfangen geeignet wäre. Ich versprach Jeschek, dass er sich mit dir einigen könnte. Herr, da wäre noch eine Sache. Herr Jeschek kam freiwillig mit, da ich ihm ein Entgegenkommen deinerseits versprochen habe. Junge, Junge, du machst Versprechungen in meinem Namen? Das könnte böse für uns beide enden. Aber wenn sich dadurch ein Blutbad vermeiden lässt, warum zum Teufel nicht? Vielleicht werden wir uns hier einig. Aber ich kann nicht versprechen, was aus ihm werden wird. Du gehst jetzt besser. Okay. Wie du befiehlst, Herr. So. Ich könnte einen Happen vertragen. Den sprechen wir nochmal mit Herrn Kollega hier hinten irgendwo. Bist du's? Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Ich bin auf Herrn Ratzigs Geheiß hier. Meister Pfeiffer, Herr Ratzig schickt mich. Ach ja? Er muss dich sehr schätzen. Ich gebe stets mein Bestes. Das ist gut, denn die Minen sind verdammt wichtig. Silber ist unser wertvollstes Gut. Wie kann ich dir bei deinen düsteren Vorahnungen helfen? Herr Ratzig mag mich für übervorsichtig halten, aber hier wurde eine Menge Silber entdeckt und niemand bewacht die Skalitzer Minen. Eine Einladung für Diebe. Glaubst du wirklich, dass jemand das Silber aus den Skalitzer Minen stehlen würde? Wäre das nicht arg aufwendig? Doch. Deshalb will ich auch, dass du nicht nur den Stollen, sondern auch den Hof mit der Schmelze und die Wasseranlage prüfst. Sieh nach, in welchem Zustand sich alles befindet und ob irgendetwas verdächtig aussieht. Und du glaubst, dort könnte mich jemand erwarten? Ist also mit Ärger zu rechnen? Nun, das wird sicher kein Spaziergang. Du könntest durchaus auf diese hungrige Hundebeute treffen, die Armee im Schlepptau hatte. Oder auf eine Räuberbande. Du und Herr Ratzig, ihr könnt euch auf mich verlassen. Okay, tschüss. Alles klar, ich mache mich ins Werk. Mach's gut. Gut, das werden wir auch gleich noch in Angriff nehmen. Allerdings, bzw. gleich, naja. Geht mir aus dem Weg, Mädels. Was soll denn das hier? Warum liegt hier über euer Müll rum? Ich weiß nicht. Unschuldig. So, wir werden jetzt nämlich erstmal nach Hause reiten und da zum Abschluss der Folge hier noch ein bisschen was klären. Und dann morgen gehen wir direkt zu den Minen, würde ich sagen. Ne? Klingt nach einem Plan. Überfall auf dem Weg. Da will mir jemand Geld geben. Ich habe übrigens schon Ewigkeiten nicht mehr gespeichert. Ich bringe mich um, wenn irgendwas passiert. Stinkender Kumane! Dir werde ich zeigen! Ich bin kein Kumane vom Weg. Wohin könnte er geflüchtet sein? Er muss hier irgendwo stecken. Sie sieht auch rumlaufen. Wie auf gescheuchten Hühner. Wohin könnte er geflüchtet sein? Da muss er irgendwo stecken. Das war Nummer 1. Das war Nummer 2. Gib mir dein Geld. Hast du irgendwas Wertvolles am Start? Ich glaube nicht, sonst würdest du hier nicht stehen. Obwohl, die nehme ich mit. Wie sieht es mit dir aus? Ein paar Groschis. Aber auch nichts Wertvolles, ne? Mein Pfeil nehme ich natürlich wieder. Der ist wertvoll. Weiter nach Hause. So, wir sind angekommen. Es ist aber mitten in der Nacht, deswegen werden wir kurz schlafen gehen. Gibt's hier auch irgendwie was zu essen? Hm. Wächter! Ist doch mein Bett. So, frisch ans Werk.
Hier ist was zu essen. So, wir packen mal mein Geld rein. Wie viel haben wir noch? Oh, haben wir jetzt genug. Ich meine, so viel Verlust hatten wir ja nicht. Aber ist besser, wenn man Gewinn macht. So. Ich möchte etwas... Wie du wünschst. Verbesserung. Schmiede. Vater, Gott hab ich... Gut, wir... Auf geht's, mein Freund, auf geht's. Gehen wir ins Plus. Ich freue mich schon. Einige Tage später. Sehr schön, das wäre erledigt. Gucken wir direkt mal, ob wir Gewinn machen. Ja. Beziehungsweise wir gehen erstmal hier und richten. Denn ich bin Gott. Und ihr hört auf mich. Guten Tag, Meister Vogt. Guten Tag. Gott sei mit dir. Gibt es ein Problem? Die Lama Agathe, die alte Schrolle, die am Dorfrand wohnt. Was hat sie getan? Nun, ich dachte, du solltest wissen, dass sie sich in das Geschäft des Kräuterweibs einmischt und alle möglichen Salben und Tränke anbietet. Was spricht dagegen? Das ist alles Schwindel und Betrug. Diese Hexe gehört verbrannt. Wieso Schwindel? Was meinst du damit, es ist Schwindel? Ihre Mixturen haben keine Wirkung. Sie bestehen nur aus Wasser, Kräutern und Schweineschmalz. Woher weißt du das alles so genau? Woher weißt du das so genau? Hast du ihre Sachen selbst ausprobiert? Ich? Warum sollte ich? Das wäre ja eine Sünde, oder nicht? Nein. Okay, was hat sie dir angetan? Ich denke mal, sie hat dir etwas angetan, sonst wärst du ja nicht hier. Sie hat meine und ihre Hühner verhext. Meine legen keine Eier mehr, ihre doppelt so viele. Meinst du das im Ernst? Meinst du das ernst? Ich schwör's bei der heiligen Mutter Gottes, sie hat die Hühner verhext. Was für Salben und Tränke? Um was für Salben und Tränke handelt es sich genau? Das Übliche? Gegen Kopfweh und Weiberschmerzen und dafür, dass die Kühe mehr Milch geben? Über die Angelegenheit entscheiden. Ich sehe nichts Schlimmes, du bist doch nur neidisch. Hexen haben du bist doch nur neidisch. Ich denke, die Erklärung lautet, dass du eine garstige, missgünstige Krähe bist, die ihre Nachbarin wegen ein paar Eiern für gottlos erklärt. Was? Niemals nicht. Wofür hältst du mich denn? Ich habe genug meiner Zeit mit dir verschwendet. Das soll gerecht sein? Nächstes Mal gehe ich gleich zum Bischof. Mach das. Viel Spaß. Komische Trollei. Ist mir egal, was das für Entscheidungen hat. Ja. Also auf sowas lasse ich mich doch gar nicht erst ein, ey. So eine Scheiße. Damit verschwinde ich meine Zeit, ey. So, plus. Plus. Sehr schön. Wo haben wir es? Kirche. Schmiede. Schmiede. Kann nicht gebaut. Achso, ich muss mich entscheiden, oder was? Naja. Was soll's. Hufeisen für die Stellung nochmal ein bisschen was, okay. Gucken wir mal, Bäckerei, dafür brauche ich Getreide. Das würde mich natürlich wieder ein bisschen runterziehen. Fleischerei, Stellungen, wo ich auch Getreide für. Eine Schenke. Geht auch nicht. Jetzt haben wir noch Bienenstock. Arbeitsunterkünfte, ja. Schwer zu sagen, was man als nächstes macht, ne? Eigentlich müsste ich für Heu sorgen. Das würde aber nochmal Minus machen. Dafür brauche ich erstmal Geld, um danach wieder was bauen zu können. Nehmen wir die Fleischerei. Kirche könnte ich nochmal verbessern, das wird mir aber nichts bringen. Außer mehr Leute, ja.
Dorfkräuter-Vibe 30. Angemessen bezahlter Lokator. Kräutergarten könnte ich noch machen. Es würde auch minus 5 geben. Aber es, hier hätte ich Rohstoffe für. Also würde ich Rohstoffe bekommen. Ja, schwer zu sagen. Eigentlich müsste ich Zeug organisieren. Wie viel Geld habe ich noch? 12.000 Groschen. Gut, dann würde ich sagen, organisieren wir uns Heu, aber nicht mehr in dieser Folge. In der nächsten Folge geht's ab mit Heu und dann gucken wir mal, ne? In diesem Sinne sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.